Wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Über die ersten beiden Versionen haben wir gesprochen, über die 737-100 und die 200, und wir haben den ersten großen Generationswechsel angedeutet. Jetzt geht's also weiter mit der 737-300 und damit mit der 737 Classic. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und wir haben ungefähr an einem Punkt aufgehört, wo man bereits 1150 Boeing 737 verkauft hatte. Das ist schon mal eine ganze Menge und wir haben auch schon drüber gesprochen, die 737 hatte ihr Down quasi ja, durchlebt, hat es überlebt. Und mit der 737-300 hat man einen großen Generationswechsel eingeleitet. Und die 737-300 war dann Mitte der 1980er Jahre das Standardrumpflugzeug, was man als Fluggesellschaft haben musste. Endlich hatte man die Basis richtig gut ausgenutzt und aus der 737 ein wirklich brauchbares Mittelstreckenflugzeug gemacht. Die 737-300 war jetzt 33 Meter lang und bot Platz für gut 150 Passagiere. Dazu mit den neuen Triebwerken mit einer Reichweite von etwas mehr als 4000 Kilometern war das Flugzeug fast perfekt, um auf den meisten Strecken die sprithungrige, etwas veraltete und vor allem viel zu laute Boeing 727 bei den Fluggesellschaften abzulösen. Die 737 machte in dieser Hinsicht vieles besser und war unterm Strich schlicht und einfach das viel modernere Flugzeug. Ich glaube, wir unterschätzen das schnell mal. Viele von euch erinnern sich sicherlich noch an Zeiten, wo Verkehrsflugzeuge noch mal deutlich lauter waren als das, was man heute so am Flughafen trifft. Man denkt da mal an die 727 oder an die TU-154 oder an die BAC-111, die wir im letzten Video hatten. Alles Flugzeuge, die wahnsinnig gut klingen, wenn man sie gerade hören möchte. Aber die auch einfach unfassbar laut sind. Also verstehe mich nicht falsch, natürlich ist das cool, wenn ein Flugzeug auch mal richtig laut ist und ja, einfach einen guten Klang hat. Aber da, wo man mittlerweile angekommen ist, mit einem A320 Neo oder mit einer 787 oder einem A380, das ist extrem beeindruckend und ein nicht zu unterschätzender Fortschritt. Die Maschine war also nun in vielerlei Hinsicht wirklich gut und für die Fluggesellschaft auch rentabel einsetzbar. Das erste Mal in dieser Form ausgeliefert wurde sie im Jahre 1984. Man bedenke, das ist 3 Jahre vor dem Erstflug des A320 und etwa 17 Jahre nach dem Erstflug der ersten Boeing 737-100. Und was einige von euch unter dem letzten Video zur Boeing 737 schon angemerkt hatten, möchte ich hier unbedingt nochmal erwähnen. Boeing gab den Kunden die Möglichkeit, hier auch bei der 737-300 wieder so eine Art Kombi-Version zu kaufen. Das bedeutet, die entsprechend so bestellte 737 bekam ein großes Frachttor hinter der ersten Passagiertür und die Passagiersitze in der 737 wurden auf Paletten verladen, sodass man diese bei Bedarf schnell rausräumen und Fracht reinräumen konnte. So konnte man die 737 tagsüber als Passagierflugzeug einsetzen und nachts als Frachtflugzeug. Das gibt es heute übrigens tatsächlich immer noch. Nicht jede Fluggesellschaft parkt ihr Passagierflugzeug an einem Flughafen mit Nachtflugverbot und wartet einfach darauf, bis sie wieder fliegen darf, sondern so wie es halt mit einem reinen Passagierflugzeug möglich ist, setzen teilweise Fluggesellschaften die Dinger wirklich als Frachter ein. Zum Beispiel macht das TUIfly mit ihrer ganz normalen Passagier 737-800 so. Die fliegen nämlich nachts, eigentlich täglich, soweit ich weiß, Post mit ihrer 737 durch die Gegend. Aber zurück ins Jahr 1984. 2 Jahre später gab Boeing bekannt, man würde die 737 noch einmal verlängern. Man würde den Rumpf einfach noch einmal strecken. Dafür ist er durchaus ausgelegt, das kann er durchaus machen. Genauso wie die von der 200er zu 300er Version vergrößerten und optimierten Tragflächen. Hauptgrund dafür war, es gab einfach mehr als genug Fluggesellschaften, die gerne ein Standardrumpflugzeug in ihrer Flotte haben würden, mit einer Passagierkapazität von ja, etwas weniger als 200 Sitzplätzen. Das sollte durchaus machbar sein. Die Möglichkeit, die die Fluggesellschaften zu diesem Zeitpunkt hatten, war entweder mit der etwas betagten und lauten und sprithungrigen 727 durch die Gegend fliegen. Das Ganze womöglich mit dem Risiko, dass man nicht nur wahnsinnig hohe Spritkosten in den nächsten Jahren haben wird, sondern womöglich auch mit Lärmauflagen an bestimmten Flughäfen zu kämpfen hat, die dann für gewisse operationelle Einschränkungen sorgen. Oder wenn man dann ein neues Flugzeug haben möchte mit einer Passagierkapazität leicht unter 200 Sitzplätzen, dann schaut man sich nach neuen
neuen Flugzeugen um. Und hier kommt auch gerade der A320. Und diesen möglichen Markt, der sich da gerade öffnet, den an einen jungen Flugzeughersteller aus Europa abzugeben, das kommt für Boeing natürlich überhaupt nicht in Frage, im Hinblick darauf, dass man ja eigentlich eine gute Basis in der Garage stehen hat, mit der man sowas durchaus machen kann. Und das dann nicht zu verlängern, da dann nicht das entsprechende Flugzeug draus zu bauen, das wäre auch einfach unsinnig und blöd gewesen. Und diese weitere Verlängerung, die Boeing wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Mühe gekostet hat, das war jetzt die 737-400 und die bot mit 190 Sitzplätzen ungefähr genauso viel wie der brandneue A320. Damit ist die 737-400 nun 37 Meter lang, das Flugzeug also in den letzten Jahren deutlich länger geworden, mittlerweile gut 10 Meter. Und damit ist das jetzt auch die größte Version der 737 Classic. So, und allein von der 737-400 konnte man gut 500 Stück verkaufen und ausliefern. Jetzt gab es aber noch eine weitere Version in der 737 Classic Reihe und zwar die 737-500. Viele Fluggesellschaften kamen extrem gut mit der 737-200 und ihrer Kapazität zurecht und wollten jetzt natürlich auch ein modernes Flugzeug haben, was genau diese Kapazität bieten konnte. Die 737-500 ist also von ihrer Kapazität, von ihrer Größe durchaus vergleichbar, beziehungsweise fast sogar gleich mit der 737-200, nur halt eben in die Moderne geholt. Zu den Fluggesellschaften, die mit der 737-200 richtig gut gefahren sind, gehörte übrigens auch Lufthansa. Die hatte auch 737-200 ohne Ende in der Flotte gehabt und war auch eben dafür, die 737-500 zu bauen und kaufte das Flugzeug dann dementsprechend ja auch relativ häufig. Und so hatte man dann drei gut brauchbare Längen eines Standardrumpflugzeuges mit der 737 hinbekommen, weil man einfach auf die Wünsche der Fluggesellschaften gehört hat und dementsprechend auch einige Flugzeuge verkaufen konnte. Während Airbus nun also damit beschäftigt war, ihren neuen und durchaus mit etwas Skepsis betrachteten A320 entweder zu verkürzen oder zu verlängern, hatte Boeing schon eine komplette Produktfamilie geschaffen, die das Verlangen vieler Fluggesellschaften richtig gut abdecken konnte. So konnte Boeing von der 737 Classic ungefähr 2000 Flugzeuge verkaufen und ausliefern. Jetzt entsteht hier an dieser Stelle aber natürlich eine wirklich sehr interessante Situation. Anfang der 1990er Jahre konnten viele große Fluggesellschaften, die jahrelang treuer Boeing-Kunde waren, die konnten auf einmal richtig viel mit der A320-Familie anfangen. Denn den A320 hatte man mittlerweile, wie gesagt, verlängert und verkürzt. Es gab den A321 und den A319 und das Flugzeug funktionierte in Kombination mit seinen größeren bzw. kleineren Geschwistern sehr, sehr gut. Der Airbus war ohne Frage moderner und obwohl der A320 das schwerere Flugzeug ist, ein leerer A320 ist ungefähr 7 Tonnen schwerer als eine leere Boeing 737-400, war er als A320-Familie effizienter zu gebrauchen und er versprach einfach deutlich mehr Zukunft zu sein als die 737 Classic. Und große Fluggesellschaften, zum Beispiel Lufthansa oder United Airlines, also eine amerikanische Fluggesellschaft, kauften Airbus in großen Stückzahlen. Und das sorgte dafür, dass Boeing an dieser Stelle wieder handeln musste. Interessant ist die Situation an dieser Stelle jetzt aus folgendem Grund. Denn wir befinden uns mittlerweile an einem Punkt, wo Konkurrenzkampf etwas sehr, sehr Gutes bedeuten kann. Denn mit Boeing und Airbus hat man jetzt zwei große und vernünftige Flugzeughersteller, die ein vergleichbares Produkt, eine vergleichbare Produktfamilie auf den Markt geschmissen haben. In beiden Familien mit wahnsinnig viel Potenzial. Und jetzt, damit der eine mehr verkaufen kann als der andere, müssen natürlich beide Hersteller dafür sorgen, dass sie so viel wie möglich, so schnell wie möglich aus ihren Produktfamilien rausholen. Das bedeutet jetzt, die Hersteller pushen sich gegenseitig mit ihren Produkten immer einen Schritt weiter nach oben. Und das sorgt dafür, dass man als Kunde, also als Fluggesellschaft und damit letztendlich ja auch als Passagier immer das beste Produkt vom jeweiligen Flugzeughersteller bekommt und dass diese beiden Flugzeughersteller, die sich da gerade bekämpfen, dass die alles andere an Konkurrenz abhängen können. Und da jetzt als neuer Hersteller reinzugrätschen, das ist einfach extrem schwierig, weil sie sich mittlerweile auf so einem hohen Level befinden, das jetzt allein erstmal wieder aufzuholen und dann auch noch besser zu machen, das ist dann sicherlich gar nicht so einfach. Man könnte da jetzt nur reingrätschen, wenn man etwas wirklich Neues, wirklich besser macht oder wenn man das Gleiche in der gleichen Qualität deutlich billiger machen kann. Das ist eine Strategie, die zum Beispiel schon seit einigen Jahren von den Chinesen verfolgt wird, was man immer mal gerne belächelt, aber sicherlich auch durchaus ernst nehmen sollte. Und eben haben wir ja schon gesagt, Boeing war an dieser Stelle jetzt gezwungen zu handeln und das machten sie. Sie kündigten im Jahre 1993 ganz offiziell die Next Generation Reihe der 737 an. Man hatte ja jetzt schon für die Airlines passende Längen, man hatte gute Längen auf den Markt gebracht und machte deswegen aus der 300
die 700, aus der 400 die 800 und aus der 500 die 600. Das waren erst einmal die wichtigen Next Generation Modelle der 737. Dazu kam dann wenig später noch eine 900er Version der 737, Boeings halbfertige Antwort, um für die Fluggesellschaften auch eine Passagierkapazität eines A321 bieten zu können, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Erstmal schaffte der US-Flugzeughersteller etwas ziemlich Beeindruckendes, und zwar die mittlerweile 25 Jahre alte Basis. Boeing 737 halt eben. Diese Basis holte man jetzt nicht zuletzt mit den überarbeiteten, deutlich effizienteren CFM56-Triebwerken, wie sie auch der A320 unter den Tragflächen trägt, und mit einer nochmal um 25% vergrößerten Tragfläche und optimierten Tragfläche auf den Stand eines wirklich neuen Flugzeuges. Dazu kam dann mit der 737-700 und damit mit der ersten Version der Next Generation Reihe eine optisch sehr angenehme und mindestens genauso effiziente Neuerung, und zwar die großen Winglets an den Tragflächenspitzen. Die wurden dann irgendwann Standard für die 700er Version aufwärts und nachrüstbar für die Classic-Modelle. Und laut Boeing-Daten sorgen sie je nach Flugzeugtyp für bis zu 5 Prozentpunkte Spriteinsparung. 5 sehr, sehr wichtige Prozentpunkte. Und falls es jemanden interessiert, die Dinger sind übrigens 2,40 Meter lang. Dazu kamen tiefgreifende Neuerungen im Cockpit der 737, was man auch ganz klar sofort sehen kann. Dazu aber auch ganz viele Neuerungen in der Technik, die dahinter steckte. Ganz simples Beispiel dazu: kurz vor 2000 ungefähr hatte die Boeing 737-800 zum Beispiel hochauflösendere Bildschirme als der A320 sie hatte. Dazu gab es dann natürlich immer wieder einige Veränderungen in der Passagierkabine. Als erstes brachte man mit der 737-800 die Kabine auf den Stand einer Boeing 757. Einige Jahre später, um 2008 war das glaube ich, mit dem Sky Interior und dem dazugehörigen Mood Light, brachte man die Kabine auf Stand der ganz neuen Boeing 787. Und die 737-800 bietet somit unterm Strich so enorm viele Verbesserungen im Vergleich zu der 737 Classic, dass sie sich heute durchaus mit einem A320 messen kann. Die Verkaufszahlen bestätigen das. Ungefähr 7000 Mal konnte Boeing ein Flugzeug aus der 737 Next Generation Reihe verkaufen und ausliefern. Ungefähr 5000 Bestellungen gehen dabei auf die 737-800. Das ist damit natürlich auch die erfolgreichste 737-Version überhaupt. Und heute sieht man diese Maschinen teilweise sogar mit den Split Scimitar Winglets, einer nochmal überarbeiteten Version der 737-Winglets. Und diese bringen nochmal, laut Boeing-Daten, 3,3 Prozentpunkte mehr Spritersparnis im Vergleich zu den sowieso schon sehr spritsparenden Winglets, die die 737 vorher hatte. Und damit schafft es Boeing tatsächlich, wenn man jetzt wirklich nur ganz stumpf auf den Spritverbrauch eingeht, damit schafft es Boeing tatsächlich mit der 737-800, also mit einem Flugzeug, das, wenn man so will, auf einer ungefähr 50 Jahre alten Basis steht, man schafft es da doch tatsächlich ein ganz klitzekleines bisschen weniger Sprit zu verbrauchen als der A320. Für Fluggesellschaften wie Ryanair, die eine reine 737-Flotte mit fast 500 Flugzeugen haben, für die ist das natürlich, ja, gut, und für andere Fluggesellschaften kommen dann noch einige andere Faktoren hinzu. Ein Wort, was im A320-Video schon eine ganz gewaltige Macht hatte, war das Wort Kommunalität. Denn wenn man jetzt zum Beispiel anfängt, den A321 mit seinem Gegenstück von Boeing, also mit der 737-900 zu vergleichen, dann merkt man, dass Airbus an dieser Stelle schon wieder ganz deutlich die Nase vorn hat. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die 737-900 in ihrer ersten Version, obwohl sie ja durchaus den Platz dafür bietet, genauso viele Passagiere nur mitnehmen darf wie die 737-800, weil sie eben kein zusätzliches Notausgangspaar hatte? Das macht das Flugzeug für Fluggesellschaften, die wirklich über 200 Passagiere damit befördern möchten, weil das Ding eben den entsprechenden Platz hat, das macht das ja für diese Fluggesellschaften unbrauchbar. Erst mit einem zusätzlichen Notausgangspaar, was dann etwas später dazu kam, konnte diese Maschine bis zu 220 Passagiere mitnehmen. Damit nimmt sie aber trotzdem weniger Passagiere mit, als ein A320 das könnte, und für Charter-Airlines, bei denen das wirklich darauf ankommt, für die ist der A321 dann vor allem in Kombination mit dem eigentlichen A320 doch die deutlich bessere Wahl. Und eine Generation, die fehlt jetzt natürlich noch, und das ist das Gegenstück zum A320neo, zu der A320neo-Familie, und zwar die 737 MAX. Und da kommt dann ja auch noch ein interessanter Kandidat dazu, und zwar die 737 MAX 10, also eine nochmals verlängerte Version. Darum kümmern wir uns allerdings im nächsten Video. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ein richtig großes Dankeschön geht an dieser Stelle noch an Dirk raus, der mich seit heute sehr tatkräftig, sehr großzügig auf meiner Patreon-Seite unterstützt. Vielen lieben Dank an dich für deine Unterstützung. Damit hilfst du dem Kanal sehr. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.